Gott sei Dank, und das sage ich jetzt mit dem Augenzwinkern, die Corona-Zeit hat auch was Positives. Ich weiß, dass ihr zu Hause euch mit dem Thema Kochen beschäftigt. Und es gibt ja gerade zu dieser Zeit jetzt ein Buch, das ein bisschen ambitionierter ist von den Rezepten, nämlich Lava Witzigmann, eine Freundschaft, 100 Rezepte. Ja, und ich weiß ja, dass ihr zu den Festtagen natürlich das Besondere schätzt und liebt. Und genau das kann man hier drin finden. Also kocht, gönnt euch was Gutes, genießt es einfach. Und wisst ihr was, ich werde euch in den nächsten Tagen so ein paar Geschichten erzählen, was da alles drinsteht über die Freundschaft. Ja, wie ich zum Beispiel zum Witzigmann gekommen bin, wie aufgeregt ich war. Demnächst mehr.